Also mein Name ist Irene Marx. Ich arbeite bei der Firma Boll IT-Security Distribution, ist ein Schweizer Unternehmen. Meine Firma hat das Büro im Coworking-Bereich. Für uns perfekt, weil es sehr unterschiedlich ist, wie viele Leute wirklich im Büro sind. Ein typischer Arbeitsalltag beginnt für mich so, dass ich mit dem Auto komme und mir mal zuerst keine Sorgen machen muss, ob ich einen Parkplatz finde oder nicht. Ich habe das im Haus und das ist sehr angenehm, sehr positiv. Ich komme herein in die Rezeption, man wird schon begrüßt. Es ist extrem leicht, neue soziale Kontakte zu knüpfen. Die ganze Infrastruktur von MyHive ist so aufgebaut, dass man das Gefühl hat, dass das alles Kollegen sind. Work-Life-Balance ist etwas, was für mich nicht gegenübersteht. Man lebt ja auch während der Arbeit und das ist in diesem Konzept der MyHive-Community einfach perfekt abgebildet. Bei den Experts-Breakfast handelt es sich um ein Breakfast, das auch schon recht früh startet, das perfekt ist, weil es dann wirklich auch einfach in den Arbeitsalltag unterzubekommen ist. Und dort sprechen Experten zu unterschiedlichen Themen, ob das jetzt Stressbewältigung ist oder Ernährung ist, aber im Endeffekt alles Themen, die uns in irgendeiner Form in unserem Arbeitsleben oder privaten Leben betreffen. Um konzentriert zu arbeiten, ist man im MyHive Urban Garden bestens aufgehoben. Es gibt unterschiedliche Fokusräume, wo man sich dann eben dort reinsetzen kann, in Ruhe seinen Call machen kann. Ich war 4 oder 5 Jahre im Homeoffice und da hätte ich mir echt gewünscht, das kulinarische Angebot manchmal auch zu Hause zu haben, was man da hat. Man ist wirklich immer gut aufgehoben und für jeden Booster jeden Tag etwas dabei. Nach dem Essen beschleicht einen ja manchmal auch die Müdigkeit. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese Napping-Räume zu nutzen. Wenn jemand selbstdiszipliniert ist, gibt es auch die Möglichkeit von den Napping-Rooms. Zum Glück gibt es auch nach wie vor Meetings, die vor Ort stattfinden und nicht nur virtuell. Und da gibt es die perfekte Möglichkeit, unterschiedlich, je nachdem, ob man jetzt an 6 Leute sind, 8 Leute, 12 Leute, kann man immer Meetingsräume dazu buchen. Das geht sehr einfach über die App. Und wenn es dann doch jemanden gibt, der nicht vor Ort kommen kann, sondern der virtuell dabei ist, gibt es auch das entsprechende Equipment mit großen Bildschirmen, mit entsprechenden eben Screens, Mikrofonen, Kameras. Etwas, was ich wirklich nur hier erlebe, sind diese Zusatzservices. Die kann zum Beispiel zu einer Änderungsschneiderei gehen. Es ist ein Schuster sogar vor Ort. Besonders praktisch ist es ja auch, wenn ein Paket zugeschickt wird. Ich bekomme dann per E-Mail einen QR-Code und weiß, dass ein Paket da ist. Und mit dem QR-Code kann ich dann bei der Rezeption mein Paket abholen. Es gibt ja auch das Angebot von sportlichen Aktivitäten. Es gibt In-House-Fitnessstudio, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei Yoga mitmacht oder unterschiedliche Aktivitäten, wo man das integriert. Also ich persönlich verstehe ja gar nicht Unternehmen, die sich so richtig schwer tun, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. Wenn sie alle so ein Konzept hätten wie bei MyHive, hätten sie alle kein Problem, dass die Leute gern hinkommen, weil alle Bedürfnisse auf allen Ebenen abgedeckt sind.